Ja, danke, Britta. Ja, Reinhard Kluth ist mein Name. Nicht nur Vorsitzender, sondern auch Gründer der Nuclearia. Und das weiß vielleicht nicht jeder, wo kommt dieser Verein überhaupt her? Wie ist der entstanden? Und das kam bei mir aus einer persönlichen Betroffenheit heraus. Und zwar war der Anlass der Nuklearunfall in Fukushima. Und in Fukushima, da lebte mein Sohn in der Nähe, also 100 Kilometer von dem Kernkraftwerk entfernt, war dann auch vom Erdbeben betroffen. Und da war dann, als die Situation da im Kernkraftwerk schwierig wurde, da stellte sich natürlich für ihn, für mich, für uns die Frage, wie geht's da weiter? Was bedeutet das für ihn eigentlich? Was passiert da? Und da habe ich dann aus dem Grund mal so richtig angefangen, mich mit Kernenergie zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Ich war auch vorher schon nicht ganz unbeleckt. Also ich hab Informatik im Hauptstudium studiert und Physik im Nebenfach. Dazu gehört dann auch Kernphysik und Atomphysik, was nicht dasselbe ist, was viele nicht wissen. Von daher waren wir Radioaktivität, Kernspaltung, radioaktiver Zerfall, Halbwertzeiten und all das war mir nicht unbekannt. Und ich hatte das Glück, eine Woche vor dem Kernkraftunfall in Fukushima eine Führung mitmachen zu können durch das Kernkraftwerk Emsland. Das war sehr interessant, weil ich da gesehen habe, erklärt bekommen habe, wie so ein Kernkraftwerk eigentlich funktioniert. Das ist ja viel mehr, von der Verfahrenstechnik her ist das ja noch viel mehr als das, was man im Physikstudium lernt. Da lernt man ja nur die physikalischen Grundlagen. Aber wie das dann tatsächlich umgesetzt wird, wie Energie erzeugt wird oder umgewandelt wird, muss man ja präzise sagen, in einem Kernkraftwerk. Das war dann doch nochmal etwas, eine ganz neue Erfahrung. Und ich war beeindruckt von den Sicherheitseinrichtungen, die dort im Kernkraftwerk implementiert sind, von den Verfahren her, war sehr beeindruckt und konnte dann auch das, was in Fukushima eine Woche später geschah, konnte ich viel besser verstehen, von der Physik her und auch von der Verfahrenstechnik her. Und ich habe dann schnell erkannt, das, was dort wirklich passiert und das, was die Medien in Deutschland darüber berichten, das sind zwei verschiedene Welten. Das passt nicht zusammen. Und das hat mich zornig gemacht. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Oder besser noch, was kann man dagegen tun? Und ich war zu der Zeit Mitglied der Piratenpartei, habe dort ziemlich schnell einige Mitstreiter gefunden und wir haben die Arbeitsgruppe Nuclearia in der Piratenpartei gegründet. Und jetzt kommt die Britta hier schon von der Seite und sagt, meine Zeit ist um. Ah, nein, 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 okay. Dann erzähle ich weiter. Also wir haben dann die sogenannte ausstiegskritische Nuclearia in der Piratenpartei gegründet als Arbeitsgruppe. Später haben wir das Wort ausstiegskritisch weggelassen, ohne das ausstiegskritische an sich wegzulassen, sind auf Twitter und Facebook, überhaupt in den sozialen Medien aktiv geworden, haben dort Zuspruch gefunden, haben dann aber auch gemerkt, diese Anbindung an die Piratenpartei, die hindert uns daran, mehr Menschen in unseren Kreis aufzunehmen. Mehr Menschen zu organisieren gegen den Atomausstieg für die Kernenergie. Und aus dem Grund haben wir dann 2013 den Nuclearia e.V. gegründet als eingetragenen Verein, gemeinnützig und eben auch parteiunabhängig, losgelöst von der Piratenpartei, losgelöst auch von jeder anderen Partei. Wir reden mit allen, aber wir gehören zu keinem. Wir sind eine unabhängige Organisation, wir finanzieren uns aus den Beiträgen unserer Mitglieder. 30 Euro Jahresbeitrag kostet das, wer Mitglied werden will und es noch nicht ist. Ich habe ein paar Anträge dabei, also kommt zu mir und werdet Nuclearia-Mitglied. Heute sind wir 352 Mitglieder und wir werden immer mehr. Also die Wachstumskurve geht nach oben. Nicht nur die Mitgliederzahl steigt,
auch der Zuspruch zur Kernenergie in Deutschland steigt. Und das ist vielleicht überraschend. Wir haben 2 repräsentative Umfragen in Auftrag gegeben, bei Allensbach und bei Ziway. Und beide zeigen ein einheitliches Bild, nämlich dass es in Deutschland inzwischen eine Mehrheit dafür gibt, zum Klimaschutz, gegen den Klimawandel, mit Kernenergie und Erneuerbaren zusammen etwas zu tun. Also Kernenergie und Erneuerbare im Verbund, das ist mehrheitsfähig in Deutschland. Ja, und das müssen die Parteien noch begreifen. Und ich glaube, viele Politiker haben das schon begriffen, trauen sich aber noch nicht, etwas dazu zu sagen, öffentlich. Vielleicht wird das nach der Bundestagswahl anders. Ich hoffe es sehr. Und ich denke, Björn Peters wird auch dazu gleich noch etwas sagen. Ja, wer noch Fragen hat zur Nuklearia, kann sich gerne an mich wenden. Ich bin dafür euch da. Danke. Danke, Rainer Klute, auch für 10 Jahre tolle Öffentlichkeitsarbeit. Der Wahnsinn. Also wenn jemand einen Anteil daran hat, dass diese Umfragewerte für die Kernkraft nach oben gehen, dann ist es die Nuklearia.